Das heißt also, die Woche über wird es ordentlich Livestreams geben. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sehr stark versichern, meine lieben Freunde. Die Livestreams werden diese Woche komplett eskalieren. Also da wird es richtig, richtig viel geben. Let's start again. Moin, ihr Zuerstaunsabersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Craft Attack 4. Meine lieben Freunde, sorry, dass gestern nur ein Video kam. Das lag einfach folgendermaßen daran. Ich habe ein bisschen zeitlich alles nicht so ganz gebacken bekommen mit der Vorproduktion und dann auch noch den ganzen anderen Kram, den ich noch zu erledigen habe. Das ist momentan echt sau viel, was sich so ein bisschen angesammelt hat. Und ich bin jetzt gerade fleißig am Vorproduzieren, während ich dieses Video aufnehme. Und bin am gucken, dass ich für die gesamte Woche, wo jetzt der PC weg ist, schon mal die ganzen Videos fertig habe. Ich kann natürlich nicht hundertprozentig versprechen, dass ich das komplett hinbekomme, aber ich gebe gerade mein Bestes, dass ich es hinbekomme. So, und wir müssen jetzt gerade als allererstes einmal hingehen und schauen, dass wir hier eine Glücksspitzhacke uns irgendwo rausholen. Ich glaube, ich habe hier in meinen Kisten auf jeden Fall welche am Stissel. Müssen wir mal schauen, die hat Unbreaking 3, okay, das ist sie nicht. Was haben wir hier noch? Rüstung, Werkzeuge, genau, hier. Da haben wir so eine Werkzeugekiste. Da ist, glaube ich, eine drinne. Ja, sehr schön. Die können wir da nehmen. So, und dann packen wir die beiden Kisten. Oh, die Schere wollte ich jetzt nicht hier reinpacken. Die packen wir wieder da rein. So, und dann hatte ich hier jetzt ein Diamond Ohr. Genau, die bauen wir jetzt erstmal mit unserer Glücksspitzhacke ab. Sehr schöne Sache. Da kriegen wir nämlich schön erstmal ordentlich Diamanten raus. So, dann packen wir die da rein. Die hat leider kein Mending drauf. Das ist das Problem. Ich muss mal Spark fragen, wo er seinen Mending-Trailer hat. Ob ich da ein bisschen Mending dann traden kann, weil meine Glücksspitzhacke hat damals, glaube ich, Revi oder so genommen. Weiß nicht, wer sie genommen hat, aber auf jeden Fall im Moment habe ich sie leider nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal ordentlich Redstone, denn wir müssen, ja, bei der Farm oben noch die ganze, ich sag jetzt einfach mal Verkabelung machen und das Ganze ausleuchten, ne, damit die dann auch funktioniert. Dann können wir endlich anfangen, die ganzen Möhren anzupflanzen. Aber dann kann ich auch gucken, dass ich dann hier oben endlich den Handelsplatz hinbaue, wo ich ja die ganzen Villager und so unterbringen wollte. Und was ich nochmal sagen möchte oder ankündigen möchte, ich werde wahrscheinlich Craft Attack 4 jetzt so lange noch machen, bis dann Empire losgeht, weil ich möchte ungern drei Minecraft-Projekte auf einem Schlag haben. Das wird langsam mit den Videos dann doch ein bisschen viel. Vor allen Dingen habe ich ja auch vor, sehr viel zu streamen. Ich möchte gerne auch viel streamen wieder. Und das lässt sich einfach nicht vereinbaren damit, Leute, wenn ich zu viele Projekte am Laufen habe. Und deswegen nur schon mal da die Info. Also ich werde wahrscheinlich gucken, dass ich zu Minecraft Empire hin dann Craft Attack auch so langsam, aber sicher beende. Vor allen Dingen das Problem ist halt einfach, jetzt sieht man in Craft Attack eh kaum noch jemanden. Ne? Und das ist halt immer so ein bisschen traurig, wenn man so ganz alleine auf diesem Server hier ist und am Bauen ist. Und ja, man fühlt sich halt einfach so richtig verlassen halt hier. Ne? Das ist halt echt so eine Situation, die echt nicht ganz, ganz schön ist. Und, ja, müssen wir mal gucken, ne, wie wir das alles hinkriegen. So, jetzt haben wir ein paar Repeater wieder. So, dann werden wir die jetzt auch mal direkt benutzen. Zur Not kann ich ja auch oben noch bei der Farm craften. Aber ich habe auch noch ganz viele andere Sachen in der nächsten Zeit geplant. Vor allen Dingen mit dem lieben Gemba zusammen möchte ich gerne auch mal so das ein oder andere Projekt machen. Und der möchte natürlich jetzt auch gerne für YouTube Videos aufnehmen. Der Versuch ist es, dass wir heute mal endlich zusammen aufnehmen. Deswegen fällt wahrscheinlich am heutigen Tage, am Dienstag, auch der Stream nochmal aus. Das ist aber der letzte Tag, der jetzt ausfällt. Und danach ist ja der PC sowieso weg. Bis dahin wollte ich ja alle Videos quasi fertig haben. Und da soll dann ja auch der Punkt jetzt losgehen langsam, wo ich dann, ja, sehr, sehr viel streamen werde. Das heißt also, die Woche über wird es ordentlich Livestreams geben. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sehr stark versichern, meine lieben Freunde. Die Livestreams werden diese Woche komplett eskalieren. Also da wird es richtig, richtig viel geben. Und ja, das wird auf jeden Fall eine ziemlich nice Sache werden. So, zack, das haben wir fertig. Hier ist schon mal beleuchtet. Genau, hier hatte ich immer so weit gebaut, dass da noch ein Repeater dran musste. Dann werden wir das nämlich jetzt eben schnell machen. Dann setzen wir die Dinger da dran und dann werde ich hier den restlichen Kram mit Redstone noch machen, dass das hier schön ausgeleuchtet ist. So, und dann kommen hier nachher noch oben dann die ganzen Steine hin quasi. Die Half-Slabs, damit das hier dann auch schön ausgeleuchtet ist, ne? So, und dann würde ich sagen, legen wir jetzt hier erstmal schön die Leitung. So, zack, 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 zack. Soweit es geht. Ja, hier hört sie auf. So, und dann machen wir hier auch wieder weiter. Zack, 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 zack. Soweit es geht, ne? So, da hört sie auf. So, dann geht's hier nochmal. Zack, 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 zack. Hier hört sie auf. Und hier nochmal. Zack, zack. Da hört sie auf. So, und dann hauen wir hier jetzt den Repeater dran. Zack. Zack. Oh. Da hauen wir auch nochmal einen dran.
Da auch und da auch. So, und dann hauen wir hier das ganze Redstone wieder dran. Müsste eigentlich bis zum Ende jetzt immer passen, fast überall. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Müssen wir mal schauen hier. Ah, hier könnte es ein bisschen kritisch werden. Das könnte hier ein bisschen kritisch werden. Oder? Ja, ganz knapp vorm Ende. Da hört er dann auf. Da muss nochmal ein Repeater hin. So. Ja, dann wird das hier natürlich dann auch immer so eine Sache werden. Dann werde ich hier immer jetzt wahrscheinlich zwei Repeater brauchen. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, Leute. Aber hier kommen zwischendurch einfach Raketensounds. Vielleicht weiß jemand, warum das so ist. Das ist anscheinend hier neu seit der Snapshot. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kommen hier immer wieder zwischendurch Raketensounds. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. So. Zack, 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 zack. Sehr schön, Leute. Das haben wir geschafft. Dann können wir jetzt hier oben loslegen und können jetzt hier die Half-Slabs reinballern noch, die restlichen. Dann muss ich mal schauen, dass ich hier diese Wand noch zumache, ne, damit das hier auch ein bisschen schöner aussieht. Und dann haben wir soweit eigentlich alles fertig. Da müssen nur noch die Karotten angepflanzt werden und dann haben wir jeweils drei Farmen fertig. Ich könnte jetzt zwar auch noch, damit wir alle haben, eine rote Beete-Farm machen davon, aber das ist ein bisschen, oder das erscheint mir jetzt ein bisschen sinnfrei, noch eine rote Beete-Farm extra zu machen, nur damit wir dann alle haben, also nee, das möchte ich nicht machen, nein. Das ist dann doch ein bisschen übertrieben. So, dann hauen wir hier den ganzen Redstone und die Fäden rein, hier kommt der ganze andere Kram noch rein, sehr schön, dann haben wir das nämlich auch erledigt und ja, dann können wir jetzt oben anfangen mit dem Ausbau des Daches oder der Decke, ich sag jetzt mal der Decke. Dach ist es ja eher eigentlich nicht. So, zack. Da machen wir hier jetzt noch ein paar Steine davon, ne? So, und dann nochmal hier. Und dann, zack, haben wir die auch. So, und das sollte auf jeden Fall passen. Damit sollte ich das auf jeden Fall zu Ende bringen können. Und ja, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, könnt ihr diese Woche natürlich gerne zu den Livestreams einschalten. www.twitch.tv/gitantv. Da wird es auf jeden Fall ordentlich zur Sache gehen. Und wenn dann jetzt endlich, und ich sage das jetzt mal, endlich der PC umgebaut ist und der wiederkommt nächste Woche und ich dann den Geburtstag von meinem ältesten Bruder in 2 Wochen überstanden habe, dann ist erstmal für die nächste Zeit gar nichts mehr, was ansteht. Ich habe schon gestern mit meiner Freundin gesprochen und habe schon zu ihr gesagt, mich nervt das ungemein in der letzten Zeit. Ich meine, Familiengeburtstage sind wichtig, da muss man einfach auch hingehen. Auch als YouTuber, der viel zu tun hat, muss man sich Zeit für seine Familie nehmen. Aber mich stört das in der letzten Zeit, dass ich hier keinen Dreh reinkriege. Ich kriege einfach keinen Dreh rein. Das kotzt mich an, sage ich jetzt einfach mal so direkt. Es kotzt mich einfach richtig an momentan, weil ich möchte gerne regelmäßig meine Videos bringen und auch viel Livestream und so. Und ich kriege einfach keinen Dreh rein, weil immer irgendeine Kacke dazwischen kommt, die mich zeitlich daran hindert, irgendwie alles geregelt zu bekommen. Und ich bin froh, wenn der ganze Kram endlich durch ist und ich hier das dann alles jetzt mal, ja, auf die Kette bekomme. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie demnächst noch ein bisschen besser anstelle, dass das alles funktioniert. Weil das, wie gesagt, halt, also das ist einfach kein Zustand momentan. Das kann so nicht weitergehen. Ich muss mir da auf jeden Fall was einfallen lassen. Vielleicht mal ein bisschen mehr an meinem Zeitmanagement schrauben. Ich glaube, das ist nämlich alles andere als schön. ich muss mal gucken, dass ich das hinbekomme, dass ich vielleicht 1-2 Tage in der Woche, wo ich frei mache, wo dann vielleicht Gemba streamt, ich da wirklich die ganzen Videos für die Woche fertig kriege. Zumindest so Videos wie zum Beispiel Mordors Schatten oder so, wo ich alleine spiele. Ich könnte eigentlich gucken, dass ich solche Let's Plays in einem Zug durchziehe an 1-2 Tagen oder so in Zukunft. Ich glaube, wenn ich Mordors Schatten wirklich hart gesuchtet hätte, 1-2 Tage, dann hätte ich komplettes Let's Play gehabt für, weiß ich nicht, 1 Monat fertig. Und dann wäre es auch regelmäßig gekommen. Da muss ich mal gucken, ob ich das in der nächsten Zeit so hinbekomme. Ist natürlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Warum ich zum Beispiel jetzt Herr der Ringe zum Abschluss bringen will, ist einfach, jetzt demnächst kommt die Switch. Ich möchte gerne Zelda Let's Playen und im Livestream bringen. Und ich möchte noch gerne Horizon Zero Dawn Let's Playen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, das Spiel. Hat einfach so einen ultra langen Namen. Auf jeden Fall, das möchte ich auch gerne komplett Let's Playen. An dem Tag, wo sie erscheinen, die beiden Spiele. Und da muss ich mir ordentlich Zeit für nehmen. Und deswegen muss ich mal gucken. Da werde ich auch wahrscheinlich die ganzen Minecraft-Projekte vorbereiten. Also für diese Tage. Und dann werde ich auf jeden Fall ja, gucken, dass ich da richtig, richtig hart durchstarte mit. Ich habe natürlich schon alles schön vorbestellt. Das kommt auch alles schön am Release-Tag. Und ja, da bin ich mal gespannt. So, zack, zack, zack. Dann ziehen wir nämlich jetzt hier auch noch das. Und ihr hört das, ne, die ganze Zeit. Hier fliegen die ganze Zeit Raketen. Keine Ahnung, wieso, weshalb. Ich weiß es nicht. Das ist so komisch. Das ist erst, seitdem wir die Snapshot drauf haben, dass hier immer wieder mal so ein Raketensound kommt. Keine Ahnung, was das genau ist.
Kann ich ehrlich nicht sagen. Ja, dass das hier so beim Setzen so rumleckt, das liegt übrigens daran, weil das Half-Slaps sind, habe ich herausgefunden. Mit anderen Blöcken ist das nicht so. Das hat mit diesem Schatten hier zu tun. Das seht ihr ja. Und das bringt irgendwie das Spiel mega zum Lecken, wenn er den irgendwie berechnen muss oder so. Zumindest beim Bauen dann. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht ändern. Ist aber auch nicht schlimm. Lassen wir einfach mal so im Raume stehen. Und wir haben ja eh sowieso die Farm hier so gut wie fertig. Dann können wir gleich noch die Karotten anpflanzen. Sehr, sehr schön, Leute. Und dann könnt ihr mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so aktuell findet, was ich in Craft Attack mache. Ich meine, sehr viele verfolgen ja Craft Attack nicht mehr so aktiv momentan bei mir, weil ja anscheinend das Projekt langweilig geworden ist oder das Interesse halt jetzt, seitdem das Roleplay beendet wurde, weg ist. Ist ein bisschen schade, weil Craft Attack war ja eigentlich ursprünglich ein Projekt, in dem man hier so wie jetzt gebaut hat. Und momentan habe ich halt echt ziemlich viele Sachen und ich versuche auch vieles in die Tat umzusetzen. Und ist echt ein bisschen schade, dass die Leute eher das Roleplay jetzt sehen wollen, statt Craft Attack, wie es war. Naja, gut. Kann man jetzt eh nicht ändern. So, zack, das haben wir fertig. Dann können wir jetzt hier die erstmal abbauen, die beiden. So, und dann werde ich mal gucken, dass ich sämtliche Karotten, die wir hier irgendwo haben, versuche zu nehmen und dann die Farm jetzt mal auszubauen. Ja, hier werde ich auch noch alles schöner machen. Ich werde auch diese komische Chorus Fruit Farm mal ausbauen selber, damit die dann wirklich auch schön aussieht. Digga, was sind das? Da oben. Da oben fliegen die ganze Zeit Raketen hoch. Was ist das? Ich hab's jetzt gesehen, Leute. Jetzt will ich sehen, was das ist. Was ist hier oben? Hier kamen die raus. Na, warum? Hier ist aber nichts. Ich warte jetzt mal, Leute. Wir warten jetzt einfach mal, ob hier eine Rakete mal kommt oder so. Hä? Hier ist irgendeine mysteriöse Rakete oder so. Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Aber hier fliegen die ganze Zeit Raketen raus. Jetzt nochmal runter? Ich habe echt keinen Plan, Leute. Ich habe echt keinen Plan, warum da die ganze Zeit eine Rakete in regelmäßigen Abständen hochfliegt. So. Hier haben wir Kartoffeln ohne Ende. Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir auch nichts. Ja, hier räume ich jetzt einfach erstmal ganz kurz den ganzen Kram rein. Also ein Lager wäre natürlich die schönste Sache der Welt gewesen. Das haben wir natürlich nie wirklich auf die Reihe bekommen, weil eigentlich sollte das riesengroße Lager unter die letzte Farm, das werde ich auch noch bauen. Und vielleicht werde ich die Motivation finden, dass ich irgendwann hingehe und das alles hier, ja, schön einsortiere. Und ich glaube, ich gehe mal zu mir, bei mir an meine alte Basis oder an mein altes Haus, obwohl das Problem ist der Nether. Der spackt ja rum. Da müsste ich dann wieder komplett hier hinlaufen. Wir haben keine Möhren, ernsthaft. Nicht eine einzige? Ich guck mal hier die Kisten im Lager noch durch, ob wir hier irgendwo Möhren drin rumfliegen haben. Kann ja nicht wahr sein, dass wir keine Möhren haben. Das kann ja nicht wahr sein. Ja. Wir sind echt ernsthaft keine Möhren. Ich weiß nicht, ob der Nether repariert wurde, ist das Problem. Genau, wir können das ja ganz einfach testen. Ich gehe jetzt mal nach hier oben. Moment. Wir gehen jetzt hier hoch und ich gehe einfach durch den Nether vom, von der Rebellion aus. Das ist, glaube ich, die schlauste Idee, ja, dass wir das so machen. Weil der Nether bei Balui hinten, der besteht ja schon, oder bei der alten Stadt. Und der hier, der ist ja noch nicht generiert. Das müssen wir ja jetzt übernehmen mal. So, und dann gehen wir da einfach rein und dann werden wir das mal schnell machen. Und dann bin ich mal gespannt. So, dann gehen wir mal rein hier in die ganze Jute-Geschichte. Dann gucken wir mal. So. Ja, jetzt ist der generiert. Oh, der alte Nether ist aber auch wieder verfügbar. Sehr schön. Okay, ich hatte das nämlich geschrieben in die Craft Attack Confi. Dann haben sie den wieder reingemacht. Also als Zwilling. Sehr geil. Dankeschön an der Stelle. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Stadt. Werde dort die Karotten holen. Und ich würde sagen, Leute, in der nächsten Folge werden wir dann die ganzen Karotten anpflanzen. Jetzt heute in der Folge werden wir das voraussichtlich nicht mehr schaffen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich das nicht schaffen werde. Denn wir sind ja schon ja, eine gewisse Zeit jetzt am Aufnehmen. Und dann werden wir in der nächsten Folge die Karotten anpflanzen. Dann werde ich gucken, dass ich so langsam aber sicher damit beginne, schon mal den Marktplatz oben zu bauen für unsere Villager-Farm. Vor allen Dingen auch. Die müssen wir ja auch bauen. Und dann will ich ja selber uns Mending Villager und bei der Rebellion hinstellen. WTF. Spark of Phoenix, Alter. Digga, Spark. Was ist das denn? Ich bin einfach in seiner Farm rausgekommen. Super. Und wie soll ich jetzt hier wegkommen? Schlaumeier Spark, ey. Das ist doch eine... Oh. Ich habe eine Silk-Touch-Spitzhacke zum Glück.
Zum Glück habe ich eine Silk-Touch-Spitzhacke mit dabei. Da muss ich jetzt aber Spark mal Bescheid geben hier mit seiner Farm. Das geht so auf gar keinen Fall hier. Kann ja nicht sein, ey. Da kommst du bei Spark seiner Farm raus, wenn du hier jetzt zurück willst. Was ist das denn für eine Kacke? Hör mal. Ja gut, da kann ich aber demnächst auch über den Teleporter gehen. Da muss ich mir auch keine Sorgen mehr machen. Dann kann ich nämlich wenigstens zu meinem Haus fliegen. Ja, die liebe Eve, die spielt ja auch nicht mehr. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen oder überhaupt nichts mehr von ihr groß gehört. Eigentlich sehr schade, muss ich wirklich sagen, Leute, an der Stelle mal. Ich finde es immer total traurig, wenn man so schön gebaut hat und das Projekt dann am Ende einfach nur tot ist und keine Sau mehr hier zu sehen ist, ne? Weil Craft Attack 4 hat ja echt ziemlich cool angefangen. Und ich fand das mit dem Roleplay auch eine richtig schöne Sache, aber total traurig, dass die Staffel einfach so ein schnelles und festes Ende hatte. Aber gut, jede Staffel soll auf ihre Art und Weise besonders sein. Und ich muss ehrlich sagen, also für mich die allergeilste Staffel überhaupt war wirklich die dritte Staffel. Die fand ich so geil, das hat so viel Spaß gemacht mit Revi, Zander und so. Dieses Hin- und Her-Getrolle und so, das fand ich so geil. Und ich hoffe, dass wir so eine Staffel nochmal hinbekommen. Und da würde ich sagen, Leute, wir sind jetzt an meinem alten Haus. Hier werden wir dann demnächst die Karotten mitnehmen, weil hier habe ich auf jeden Fall ordentlich Karotten am Start. Hoffe ich zumindest. Ja, hier sind schon mal welche, da sind welche. Also ihr seht, hier sind auf jeden Fall gut Karotten am Stissel. Und dann werden wir gucken, dass wir die rüberbringen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. Und wenn ihr in Zukunft keine Craft Attack-Folge mehr verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne rein abonnieren. Und nicht vergessen, liebe Freunde, mein PC ist für eine Woche lang weg. Deswegen gibt es auch ordentlich Livestreams. Wir werden sehr viel Playstation und zocken. Und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. www.twitch.tv/gitamtv ist der Link zum Livestream. Und ab Mittwoch geht's dann los, also ab morgen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.